das trifft sich doch gut. Ein bisschen Energie. Was war das denn, Mega Man? Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, bei Mega Man. Nachdem ich mich ja im letzten Part um die anderen Robotermeister noch, die Verbliebenen, gekümmert habe, geht es jetzt zu Dr. Wily. Wisst ihr jetzt, warum man ihn die Augenbraue des Grauens nennt? So, jetzt habe ich hier nur ein Problem. Hier kommen meine dicken Freunde. Bei denen, oh, die kann man nie abschätzen. Und wenn man da nichts hat, wo man gut ausweichen kann, naja. Ich versuche, wie gesagt, dann immer die mit Dauerfeuer zu plätten, weil die... Oh, den habe ich überlistet. Ich weiß gar nicht, ob die in einem bestimmten Muster springen. Ich denke manchmal, das liegt daran, wenn ich auch springe. Ich will mal was versuchen. Hier kommt nämlich gleich noch einer. Na? Ach, ich dachte, ich komme drunter durch, aber nein. So, dann gibst du mir jetzt Fettenergie, komm. Nö, geh weg. Ich sagte Fettenergie. Verdammte Axt. Diese unfreundlichen Gegner von heute. Lassen mich alles alleine machen. So, jetzt kommt hier das liebe Feuerchen. Das kann nerven. Ah, scheiße. Komm ich nicht durch. Ach Gott! Wieder der falsche Moment. Das ist doch zum Kotzen hier. Na, diesmal bin ich gut vorbeigekommen. Sehr schön. Hm, versuche ich sie lieber mit dem Magnetbeam. Oh oh. Ich hatte gerade Angst, dass ich noch in die Instant Death Spikes falle. Oh Mann. Ich spiele hier gerade mit meinen eigenen Nerven. Im Übrigen, das ist auch die... nee. Ach Gott, Mistviecher hier. Ach ja, mit dem Ding von Alec-Man kann man im Übrigen auch... Oh, Sprite-Legs. Ja, das war beim NES damals so. Was wollte ich sagen? Das hier ist die Stage, wo man den Magnetbeam zwingend braucht, sonst kommt man nicht weiter. Das ist hier leider so. Na, kommt, geht weg. Kommt, geht weg. Bleibt da unten. Ja. Dann kriege ich euch eben so. Habe ich versehentlich sogar mit Dauerfeuer für euch hier. So. Ja. Den Fitzel Energie habe ich mir noch geholt. Und jetzt räume ich mir hier wieder mit Gutsmans Waffe diese Blöcke aus dem Weg. Bam. Habe ich sogar noch einen mit erwischt. Oh, Hassstelle. Allerdings könnte ich, um es mir leicht zu machen natürlich... Einfach so machen. Das war jetzt gemein, aber es ist mir egal. Oh, okay. Es gibt doch zwei Stellen im Spiel, vor denen ich so ein bisschen Angst habe. Die eine ist, bei Gutsman da, diese Springerei. Habt ihr ja gesehen. Und die andere ist hier, also da faile ich sehr oft. Eigentlich. Aua. Aber ich bin gut durchgekommen, das wundert mich jetzt, Leute. Also... So, hier ist es. Das war dieser Raum. Der einzige, wo man den Magnetbeam zwingend braucht, um weiterzukommen. Ansonsten, wenn ihr den Magnetbeam bei Alec-Man vergessen habt, dann könnt ihr auch gleich aufhören. Dann war alles für die Katz. Oh, der Boss. Nein. Der Yellow Devil, das habe ich ja völlig vergessen. Gegen welche Waffe war der nochmal? Alec-Man. Mal sehen, ob ich das Sprungmuster da noch im Kopf... Wir alle hassen ihn, nicht nur das Mirko. Aber ich kann ihn verstehen, warum er das Vieh hasst. Es gibt hier übrigens einen sehr fiesen Trick, wo man durch einen Glitch den Yellow Devil ganz einfach besiegen kann, aber das möchte ich nicht. Ich möchte ihn schon richtig besiegen. Eigentlich. Ihr seht aber, das klappt nicht so, wie es soll. Och, leck mich doch an. Lalala. Wenn es mir zu viel wird, dann mache ich den doch so platt.
Wenn, mit dem letzten Leben. Wenn ich ihn jetzt nicht schaffe, dann mache ich ihn mit dem Glitch platt. Tut mir leid. Ich schaffe ihn auch so. Aber ich habe jetzt keinen Bock, hier ewig halt rumzuprobieren. Oh Gott, fast unbeschadet. Ah. Oh Gott, nein, nein, nein. Ah. Verdammte Axt! Ich hasse dich, Yellow Devil. Oh. Ah, verdammt! Irgendwas trifft mich immer. Okay, ich werde wohl glitschen müssen. Ja. Tut mir jetzt echt leid. Wer jetzt damit ein Problem hat, schaltet am besten ab, denn ich könnte es verstehen, wenn jetzt einer dieses Let's Play nicht mehr weiter guckt. Aber mir reicht's. Ich habe jetzt keinen Bock, dass ihr ewig nur das Gleiche seht oder ich irgendwie was schneiden muss. Aber ich, nee, den Glitch muss ich mir nutzen. Und zwar, wenn man in dem Moment, wo man ihn trifft, na, immer so Pause macht, na, na, nein. Also normalerweise, das habe ich jetzt nur scheiße getimt. Normalerweise ist das dann so, wenn man Pause macht, dass der Treffer doppelt zählt. Seht ihr? Pause macht man übrigens bei Mega Man 1 mit Select. Ja, Asche auf mein Haupt. Ich bin nicht stolz drauf. Also diese Siegesfanfare habe ich mir jetzt auch nicht verdient. Gebe ich zu. Hm. Aber ich sag mal lieber, dass ich mich da durchglitsche, als wenn ich hier tausendmal an der Stelle fehle und ihr hier, was weiß ich, wie lange nur Fails seht. Das ist ja dann auch nicht das Wahre, oder? So, Stage 2 von Dr. Wilys Fett. Leck mich. Nee. Ich glaube, hier renne ich auch mit Alec-Man durch. Ja, das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. So erwisch ich die Gegner besser. Ja, das trifft sich doch gut. Ein bisschen Energie. Was war das denn, Mega Man? Ich ticke nur kurz nach links und... Hm. Nein. Ich weiß auch nicht, was gerade los war. Träge Steuerung anno 1987. Obwohl die gar nicht so träge ist, eigentlich. Ach, diesmal brauche ich es nicht zwingend. Okay, jetzt in dieser Stage im Übrigen treffen wir auf einige von Dr. Wilys bzw. Dr. Lights Robotern, die Dr. Light umprogrammiert hat. Und hier fällt man irgendwo durch? Ja, hier. Hier zum Beispiel haben wir nochmal Cutman. Und wie praktisch das... Ach nein, das war ja gar nicht Alec-Man gegen was, war Gutsman eigentlich. Aber da ich Gutsman nicht habe, muss ich ihn mit dem Megabuster platt machen. Das geht nämlich auch ganz gut. Cutman ist so einer der Gegner, die man damit ganz gut plätten kann. Weil er dann immer so ein bisschen zurückweicht. Ne? So. Dann geht's mal weiter. Oh ja, natürlich unsere komischen Dingstars. Ja, den habe ich genutzt, ne? Mache ich hier eigentlich? Wieso habe ich gerade so vorsichtig... So, und gleich kommt wieder einer der Roboter. Wer kommt diesmal? Alec-Man, du warst empfindlich gegen Cut? Nee. Na, das war ja mal ein schneller Kampf, oder? Ach, der Endgegner, der wird eine Freude hier. Das sage ich euch schon mal. Eine richtige Freude. Oh Mann. Dieses Ausweichen hier, das ist... Das ist doch zum... Nee. Kommt der Gegner jetzt schon? Oder... Ah nein, noch nicht ganz. Zack. Da brauche ich den Magnetbeam, um das Leben zu kriegen. Aber... Lohnt sich ja auch. Na komm. Na?
Oh, komm schon. Oh, du kannst mich mal. Hallo. Oh, ist mir ein Leben durch die Lappen gegangen. Verdammt. Ne, Moment mal. Wieso mache ich nicht einfach so? So, ganz einfach. Zack und Bams. Hm, hab nur halbvolle Energie, oder? Na, ihr könnt mich. Na komm. Ja, da wäre aber eigentlich mehr Energie drin gewesen, ihr Schmocks. Schweinerei ist das. Zack und zack. Die Elecman-Waffe ist schon geil. Und ich glaube, jetzt müsste der Boss kommen. Ja. Und zwar, er kopiert Mega Man. Egal, welche Waffe er nimmt. Wir nehmen sie auch. Er nimmt sie auch. Und bei diesem Klon-Mega Man ist es am besten, man nimmt eine Waffe, der man gut ausweichen kann. Ich versuch's jetzt erstmal mit der Elecman-Waffe. Na? Ja, er hatte die gleiche Idee. Nee. Nein, 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 das war nichts. Das war nichts diesmal. Oder versuche ich es mal mit Cutmans Waffe? Aua. Meine Fresse. Diese Viecher. Gut, versuche ich es mal mit Cut. Die fliegt ja meinen Bogen. Und jetzt mal schauen. Ich weiß noch, wie er Kai seine Schwierigkeiten mit dem Kerl hatte. Den habe ich gleich zweimal. Ja, mit der Cutman-Waffe geht's auf jeden Fall besser. Ja. Naja, nicht wirklich gut, aber. Ja. Mann, nu. Oh, jetzt reicht's. Soll ich. Nein, 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 ich will nicht schon wieder glitschen. Verstehe ich nicht. Hm. Oder ich versuch's mal mit den Bomben. La la la. Das Kopieren jedes Mal hätten sie weglassen können. Also der hätte dann auch gleich da warten können. Hey. Verdammt. Nee, also das würde zu lange dauern. Da bleibt er echt nur. Hm, nein, scheiße. Mist. Mit Gutsman habe ich. Ne? Elecman zieht ihm auch am meisten ab. Nee, ich müsste Elecman nehmen, aber der ist jetzt fast leer. Soll ich ein Arsch sein und... Nein, 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 ich glitsche nicht. Verdammt. Das ist ein... Das wird jetzt ein fieses Gefecht. Ach, Mann. Schon wieder diese Sequenz, die ich nicht mehr sehen kann. Wie viel Leben habe ich eigentlich noch? Muss ich gleich mal nachgucken. Oh. Nein, Mensch, hier so. Ah. Man kann das ein bisschen ausnutzen, da er fast immer im gleichen Moment springt wie wir. Das ist gut zu wissen. Nee, ich habe schon zu viel Energie verloren, als das noch was werden könnte. So einfach. Leck mich, du Dreckiger. Okay, bevor ich jetzt meine Geduld verliere, mache ich jetzt hier einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part bei diesem Endgegner wieder. Also haut rein wieder, also...